Hallo und herzlich willkommen zu unserem Messebericht über die World of Alternatives 2000 in Neuss, der ersten Messe für Amiga und Atari. Nachdem die Home Electronics World wohl nicht mehr stattfinden wird, ist die World of Alternatives, die am Wochenende vom 10. auf den 11.06. stattfand, der Amiga-Event des Jahres. Während die Stadthalle Neuss am Samstag aus allen Nähten platzte, nutzten wir den weniger stark besuchten Sonntag, um uns in aller Ruhe umsehen zu können. Bei lockerer Atmosphäre konnte man mit den Ausstellern und anderen Besuchern ins Gespräch kommen und sich über die neuesten Entwicklungen informieren. Gleich in der Eingangshalle waren der Amiga Club in BTX und Internet zusammen mit AmigaNews.de zu finden. Direkt nebenan konnte man sich bei Airbrush Tinkler Mäuse, Tastaturen oder Arme mit einem Amiga-Logo versehen lassen. Im Laufe des Vormittags füllte sich die Halle allmählich, sodass zeitweise in den Gängen kaum noch ein Durchkommen war. Unter den Ausstellern waren viele Amiga-Händler, sodass es jede Menge aktuelle Software, auf die wir später noch genauer eingehen werden, und Klassiker zu sehen und zu kaufen gab. Zudem ermöglichten es die günstigen Standpreise, auch kleinen Ausstellern an der Messe teilzunehmen. Eines der Messe-Highlights war mit Sicherheit die große Verlosung von AmigaNews.de mit Amiga-Deutschland-Chef Petro Tischtenko als Glücksfee, bei der es verschiedenste Hard- und Software zu gewinnen gab, unter anderem ein Exemplar des frisch eingetroffenen Amiga-SDKs. Auf der World of Alternatives konnte man sich nicht nur mit dem ganz normalen User, sondern auch mit vielen Amiga-Persönlichkeiten unterhalten und von diesen aktuelle Informationen und Pläne aus erster Hand erfahren. Die erste Anlaufstelle für den Anwender war natürlich der Stand von Hager & Partner. Neben der bisherigen Produktpalette wurden viele Neuheiten vorgestellt. Das Storm Entwicklerpaket lag endlich wieder in einer neuen Version vor und auch das lang ersehnte Update von Amiga Writer auf die Version 2.0 konnte auf der Messe erstmals erworben werden. Die neue Version enthält unter anderem als erstes Amiga-Textprogramm einen funktionierenden Import von MS-Word-Dateien. Unterstützung von Standard-Truetype-Fonts und liegt jetzt auch in einer PowerPC-Version vor. Auf der anderen Seite des Standes wurden die neuesten Versionen der Grafikprogramme Artifact und ImageFX vorgestellt. Apropos Grafikprogramme, direkt nebenan am Stand von Coolbits konnte man die aktuelle Version von FX Paint bestaunen, die neben vielen neuen Effekten auch erstmals direkte Unterstützung von Digitalkameras bietet. Der Vertrieb des Grafikeffektprogramms Wildfire wurde vor kurzem vom Falke Verlag übernommen, der dieses in der neuesten Version am Stand präsentierte. Auch für die Soundtüftler gab es etwas auf der Messe. Am Stand von Stefan Kost wurde das Sample-Bearbeitungstool SoundFX 4.0, das über einen großen Effektumfang verfügt, vorgestellt. Bei Eternity zeigte Thomas Neidhardt seinen Workbench-Enhancer Isis, ein komplett auf Arex basierendes Paket zur Vereinfachung der Workbench-Bedienung. Die Menschen waren entzweit und mit unerbittlicher Härte kämpften sie gegeneinander.
Zu Tausenden mussten sie auf den Schlachtfeldern sterben und ihre Städte wurden zerstört und all ihr Reichtum ging dahin, nur aus Neid und Hass. Am meisten Aufsehen auf der Messe erregte Tales of Tamar, das internetbasierte Mittelalter-Strategiespiel von Eternity. Alle halbe Stunde konnten die Messebesucher das beeindruckende Intro bestaunen, das Lust auf mehr machte und von dem wir gerade einen kleinen Ausschnitt gesehen haben. Das von vielen am sehnlichsten erwartete Spiel auf der World of Alternatives war Hyperions Heretic 2, dessen Vollversion bei Titan Computer präsentiert wurde und auch gleich gekauft werden konnte. Heretic 2 ist das bislang grafisch ausgereifteste, aber auch hardwaremäßig anspruchsvollste Spiel für den Amiga. Ohne Power-PC und Grafikkarte ist ein flüssiges Gameplay nicht zu denken. Mit Titan Computer haben auch die Macher von Exodus einen Publisher gefunden. Am Stand konnte man die aktuelle Beta-Version des Strategiespiels betrachten, das sich anschickt, Napalm von seinem Thron zu stoßen. Foundation und kein Ende. Nach der Urversion, dem Director's Cut und der Mission Disc zeigte Paul Berkey am Stand von Epic Marketing nun mit Foundation Gold das neueste Update des Strategiespiels. Schließlich konnte man bei Alfred Knötig den Vertikalshooter A Pain No Sin in Aktion sehen und kaufen. Individual Computers zeigte mit dem Silver Surfer, dem ISDN Surfer, der Cross Surf und Idefix Express seine bewährte Produktpalette. Als Goodie gab es am Stand einen von J-Miner handsignierten A1000 zu bestaunen. Ansonsten gab es an Hardware auf der Messe nicht viel zu sehen. Konnte man denken, wenn man sich nicht genau umsah. Fast versteckt lag bei Vesalia Computer in einem Schaukasten Mediator, ein PCI-Busboard für den A1200 mit 4 Slots, das im Spätsommer oder Herbst erscheinen soll. Der Hersteller L-Box wird unter anderem Picasso 96 Treiber für Grafikkarten mit Voodoo 3 und Voodoo 5 Chip, Warp 3D Treiber werden von Hyperion erstellt, sowie Treiber für Ethernet, Sound und USB-Karten zur Verfügung stellen. Zum Schluss wollen wir noch einen kleinen Blick auf die ehemalige Konkurrenz werfen. Am Stand von Milan Computer Systems konnte man den Atari-Nachfolger Milan begutachten. Der Milan 1 ist in der größten Version mit einem 68060-Prozessor ausgestattet, verfügt über PCI- und ISA-Slots und läuft unter dem neuen Betriebssystem Magic, das größtenteils kompatibel zu Ataris TOS ist. Darüber hinaus wurde eine erste Designstudie des Milan 2 gezeigt, der neben einem schnelleren Prozessor auch mit einer Soundblaster-kompatiblen Soundkarte, einem ATI-Grafikchipsatz, einem internen Modem sowie mit USB-Schnittstellen glänzen will. Ein umfangreiches Softwarepaket sowie großzügige Erweiterungsmöglichkeiten runden das Angebot ab. Damit sind wir am Ende unseres Messe und Ganges angekommen. Es war ein langer und hochinteressanter Tag und wir sind schon auf die nächste Messe gespannt, die vielleicht schon im Herbst stattfinden soll. Wir werden auf jeden Fall wieder für euch dabei sein.